Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich eröffne die dritte Plenarsitzung des Hessischen Landtags in seiner 20. Wahlperiode. Ich darf Sie alle wohlbehalten und hoffentlich guter Dinge begrüßen. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest und stelle fest weiterhin, dass die Punkte 1, 3, 5, 6, 12, 22 und 23 bereits erledigt sind. Zum Ablauf der Sitzung will ich Ihnen gerne mitteilen, dass heute vereinbarungsgemäß wir bis 18 Uhr tagen, und zwar ohne Mittagspause. Wir beginnen mit Top 2. Auf den Top 2 folgt dann der Top 4. Entschuldigt fehlt heute Herr Staatsminister Dr. Schäfer, und zwar ganztägig. Heute Abend wird im Anschluss an die Plenarsitzung stattfinden eine Sitzung des Ältestenrates in Sitzungsraum 501a. Und im Anschluss daran kommt der Innenausschuss zusammen, ebenfalls in Sitzungsraum 501a.